Juhu, alle willkommen zu diesem besonderen oder prägsamen Informationsvideo. Und zwar, wie ihr es vielleicht schon im Titel seht, ich werde PokéTuber. Lange habt ihr euch das gehofft, bis euch gewünscht, und jetzt ist es soweit. Ich gehöre damit offiziell zur besten Community ever. Zusätzlich bekomme ich ja dann wahrscheinlich auch auf diese tolle PokéTuber-Liste von Razer, wo man alle Kanäle über 100 Leute und Abonnenten eingetragen sind. Das kann ich ja ein bisschen zusehen, wie mein Kanal so ein bisschen absteigt in der PokéTuber-Community. Es gibt ja auch inzwischen relativ viele neue PokéTuber-Kanäle, die sprießen so wie Pilze aus dem Boden, wie ich es gerne mal sage. Aber ich denke, ich werde vor allem durch hervorstechen, dass ich ein bisschen älter bin. Ja, ich bin etwas älter als die ganzen neuen PokéTuber-Kanäle, die es gibt, und mein Kanal existiert jetzt auch schon eine Weile. Das heißt, der Content auf meinem Kanal wird jetzt zu 100% aus Pokémon bestehen. Dazu werde ich das Pokémon Platin Projekt, was ich ja geplant hatte, das werde ich ein bisschen vorziehen. Und zwar wird es jetzt eine Randomizer Nuzlocke, was ursprünglich so geplant, aber ist kein Problem, machen wir eine Randomizer Nuzlocke draus. Genau, und in einer Woche wird Pokémon Y Wonder Trade starten. Ich habe hier Pokémon Y, ich habe mich damals für Y entschieden. Habe mir jetzt eine Capture Card bestellt, aber die braucht halt noch ein bisschen, bis die da ist, deswegen fragt nicht, wo ich sie gekauft habe. Genau, außerdem gibt es auf diesem Kanal jetzt regelmäßig Pokémon Top 10 Listen, Pokémon Tutorial Videos und natürlich spannende Pokémon Auscard Pack Videos. Habe ich mir ja schon ein bisschen vorproduziert. Ich habe hier zum Beispiel Mew gezogen. Ich kann ein bisschen Teaser meistern, als ich es gezogen habe. Und natürlich hier Chaneria in Shiny sogar, ne? Ein paar Legis hier, Zapdos, Arctos und natürlich Mewtwo. Und natürlich, was ganz cool, ich weiß nicht, ob es noch gibt, hier beim Fliegen des Pikachu habe ich gezogen. Wird es dann alles wieder, das kommt dann alles jetzt die folgenden Tage. Habe ich so einen kleinen Update-Plan erstellt, der wird, ich glaube, übermorgen kommt der raus. Also morgen schaltet erstmal Pokémon Platin, dann kommt der Update-Plan. Genau, das 4-Projekt, was ja aktuell läuft, da kam, glaube ich, noch ein paar, das wird gecancelt. Hat ja sowieso keine Aufrufe, schaut keiner. Deswegen cancel ich einfach mal das Projekt, denn ich werde jetzt PokéTuber. Genau, das heißt, ich werde auch jetzt regelmäßig, dass ich ein PokéTuber bin, auf den PokéTuber TS sein. Ich muss mir noch kurz überlegen, welchen. Es gibt ja insgesamt 3 Stück. Die Szene spaltet sich ja gerade so ein bisschen. Muss mal schauen, welche Spielergruppe ich mich da anschließe. Aber wenn ich werde wahrscheinlich Richtung GPL gehen, weil da ziemlich viele coole Leute dabei sind, zum Beispiel der Pokopi. Vermutlich werde ich dann eher auf diesen GPL TS öfters sein. Egal, ich werde das PokéTuber. Dieses Jahr, nächstes Jahr, 2017, soll ja dieses PokéTuber-Jahr werden. Dieses Jahr sieht es eher nicht so aus, wird es funktionieren. Und den Hype will ich natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Also freut euch auf jede Menge PokéTuber-Stuff. Ich habe hier hinten auch schon mein Zeug aufgebaut, so ein bisschen Pokémon-Stimmung zu machen. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Projekt. Wie gesagt, Auspackvideos, morgen Pokémon Party, dann bald Wonder Trade Log und Top 10 Listen. Wir sehen uns im nächsten Pokémon Projekt. Habe ich schon gesagt. Egal. Bis dahin. Ciao.